Vier Vermögensfaktoren schauen wir uns heute an. Natürlich, wenn es um Geld geht. Hallo, ich grüße dich bei Täglich Nadja. Hauptsächlich Geld und Erfolg im Alltag. Reiche Menschen, warum werden sie reich? Was ist der Unterschied? Ich habe dir heute vier Unterschiede, die wir lernen, anders zu denken, die wir Armen oder aus der Mittelschicht manchmal nicht so anschauen, wie wir das eigentlich sollten. Denn wir achten meistens auf das Einkommen. Kennst du vielleicht, wenn du diskutierst in deinem Freundeskreis, es geht oftmals um das Einkommen. Wie viel verdienst du? Bist du glücklich mit dem Einkommen? Warum verdient der oder die mehr oder weniger als ich? Aber ich mache doch dasselbe. Hauptsächlich geht es immer ums Thema Einkommen. Nur mit dem Einkommen alleine können wir jedoch kein Vermögen aufbauen. Denn wenn es reinkommt und du dich nicht gewohnt bist, wie du mit dem Geld am besten managen, organisieren sollst, dann kommt es rein, du verdienst es und geht es wieder raus. Es gibt so eine tolle Grafik von Rich Dad, Poor Dad, also Invest Cashflow, irgend sowas heißt das Buch von Robert Kiyosaki, wo man wirklich sieht, okay, die meisten, das ist so ein Kasten, kommt oben rein das Geld, unten raus. Wir kaufen Auto, Wohnung, Lebensmittel, Kleidung, Vergnügen, Essen und dann geht das wieder raus. Wenn wir jedoch ein Reichtum aufbauen möchten, dann sollte das Geld reinkommen und mit dem Reinkommen sollte das schlau verteilt werden, damit es nicht automatisch wieder nach draußen geht. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Und zwar, Einkommen kommt rein. Ersparnisse automatisiert auf die Seite legen, das kannst du wirklich ganz gut mit einem Dauerauftrag einrichten, dass da einfach, dass du dich gewohnst von klein auf, von wirklich sehr klein, dass schon Geld, dass jedes Geld, das du verdient hast oder jedes Geld, das geschenkt reingekommen ist, aufgeteilt wird, dass dort 10%, 20%, mach das so eng wie möglich, automatisiert auf die Seite gelegt wird oder auf ein anderes Konto gelangt. Die Ersparnisse, wenn wir die Ersparnisse dann zusammen haben, dann geht es weiter mit dem Investieren. Und das machen sie halt, diesen Unterschied, dass eben nicht nur mehr Einkommen reinkommt, mehr verdient wird, sondern es wird gespart, es wird investiert. Das kann sein, dass du ETFs kaufst, Aktien, dass du dort im Markt mit dabei bist, das kann aber auch Immobilien sein. Du kannst einen Flipperkasten kaufen oder eine Popcornmaschine und diese extern vermieten, dann ist das auch ein Investment. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man das so machen kann. Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten? Ja, natürlich ein eigenes Business aufbauen ist Investment in dich selbst, in dein Business, wo du nachher ganz anders wieder wachsen kannst und davon auch einen Cashflow generieren kannst. Also, dann haben wir, ich muss da mal kurz nachschauen, dass wir das einfach anschauen, nicht nur an deinem Einkommen abhängig machst, dass du deine Ersparnisse auch nachher mit dem Investieren loslegst. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4, unter den Verhältnissen leben. Also einfach deinen Lebensstil vereinfachen. Nicht umso mehr du verdienst, umso mehr gibst du aus, was leider oftmals eben der Fall ist. Wir möchten immer mehr Geld, wir möchten mehr Lohn bekommen, damit wir uns Größeres leisten können, wieder mehr ausgeben können. Das Ding ist nur, wenn wir uns Größeres leisten, dann sind diese Unterhaltungskosten auch wieder viel teurer. Also mach es zur Gewohnheit, dass du wirklich sehr einfach lebst. Du kannst schon erweitern, vergrößern, aber nicht zu schnell, weil dann kannst du einfach kein Vermögen aufbauen. Dann bist du immer abhängig vom Einkommen raus, Einkommen und du musst immer mehr und mehr verdienen. Und was ist, wenn irgendwann ein Crash ist? Ist sehr, sehr schwierig dann damit umzugehen. Also sei clever und ich weiß, dass du das kannst. Vielleicht bist du halt nicht so aufgewachsen. Wir können das aber lernen. Wir lernen das halt nicht so in der Schule, wir können das nur von unseren Eltern oder Freunden lernen. Oder wenn du eben online unterwegs bist, lerne diese Basics. Und wenn du das hast, dann bist du wie die vermögenden Menschen. Wenn du dann mit 20 sogar startest, dann bist du
relativ schnell, du wirst es schaffen, Millionär zu werden, Millionärin zu werden. Also es geht wirklich, sofern du nicht alles ausgibst, was reinkommt. Also, wieder mal eine kleine Erinnerung. Mach eine kleine Übung daraus, diese vier Faktoren. Wie kannst du dein Einkommen erhöhen? Wie kannst du deine Ersparnisse erhöhen? Wie kannst du deine Anlagerenditen erhöhen? Und wie kannst du deine Lebenshaltungskosten senken? Diese vier Punkte, je 3 Minuten, mach ein kurzes Brainstorming darüber. Heute, morgen, einfach die nächsten Tage. Du wirst so viele Inputs bekommen, wo du sagst, ah ja, stimmt, da könnte ich ja, das könnte ich ja. Schreib es auf, alles aufschreiben, nicht bewerten, wirklich nur runterschreiben, runterschreiben. Und nicht denken, ach, was ist das eine doofe Idee oder das geht ja gar nicht. Egal, aufschreiben, aufschreiben. Und nach einer Woche, wenn du dich ein bisschen antrainiert hast, mit diesen Gedanken zu sein, zu hinterfragen, wie könnte ich das bei mir verbessern, dann wirst du nachher eine wunderbare Liste beisammen haben, dann wirst du rausstreichen und du wirst dich dann vielleicht auf 5, 6 Dinge konzentrieren, umsetzen und in einem Monat bist du an einem ganz anderen Ort, als du heute gestanden bist. Also, das wieder mal eine kleine Erinnerung. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis morgen wieder. Tschüss. Ach, und abonniere mich doch oder auch meinen Podcast, wenn dir das gefällt. Empfehle ihn bitte weiter, weil sonst ich weiß nicht, wie man mich findet. Ja, oder sonst wie auf meiner Website. Bei TikTok mache ich einfach jeweils die Kurzversion davon. Instagram ein bisschen. Ja, wir finden uns schon. Ich weiß ja, dass ihr mich immer wieder findet. Also, bis dann. Tschüss.